Hallo, liebe Freunde der Wahrheit. Ja, der heutige Clip ist was ganz Besonderes. Es ist nämlich kein normaler Clip. Nein, es ist eine Aufforderung an alle, die es so wie ich satt haben, dass wegweisende, innovative Erfindungen an uns allen komplett vorbeigehen. Bevor ich euch meinen Plan dazu genau erkläre, möchte ich euch einen kleinen Ausschnitt aus einem Vortrag von Professor Konstantin Meil zeigen. Professor Meil, seines Zeichens seit 1986 Professor an der Fachhochschule Furtwangen im Schwarzwald. Dort ist er Dozent für Leistungselektronik sowie der Antriebs- und Steuerungstechnik. Nachdem ihr das gesehen habt, reden wir weiter und ich erkläre euch meinen Plan. Ich will natürlich da auch ein bisschen aus meinen Erfahrungen plaudern. Ich denke, das interessiert Sie vielleicht auch. Ich fange mal mit einem konkreten Beispiel an. Das ist schon eine Zeit lang her, da ging bei mir die Tür auf von meinem Dienstzimmer. Rektor und Dekan kamen rein und haben gesagt: Also, diese Vorlesung, Herr Meil, die dürfen Sie nicht halten. Also, die Inhalte oder wie immer. Und dann habe ich gesagt: Geben Sie mir das schriftlich. Das haben die gemacht. Stellen Sie sich vor, das ist ein glatter Verstoß gegen Artikel 5 Grundgesetz. Das sind Beamte. Ja, die haben auf das Grundgesetz, sind die eingeschworen und die verstoßen dagegen. Irgendeiner muss die schützen. Oder machen Sie das gerne? Bestimmt nicht. Vielleicht gibt es ja jemanden, der dahinter steht. Ich meine, das hat sich dann irgendwann rumgesprochen, dass das ja doch ein Verstoß ist gegen Artikel 5. Also heute sieht das so aus. Natürlich biete ich die Vorlesungen jedes Semester wieder an über Nikola Tesla. Ich meine, das gehört zu meinem Fachgebiet. Ich meine, ich bin Professor für Energietechnik und soll Vorlesungen über elektrische Antriebe halten. Und elektrische Antriebe, wissen Sie, der wichtigste Antrieb ist eigentlich schon der Asynchromotor. Und der Asynchromotor ist eine Erfindung von Nikola Tesla. Ich darf über eine Technik reden, aber ich darf über den Erfinder, der die Technik gemacht hat, nicht reden. Ist da eine Logik dahinter? Na, hammerhart, oder? Ja, so läuft's aber ganz allgemein. Okay, was ist mein Plan? Ich möchte hiermit einen absolut ernsthaften Aufruf starten, mir diskret faktisch belegte Beispiele zukommen zu lassen. Und zwar solche, aus denen für mich ganz klar hervorgeht, dass belegte wissenschaftliche Erkenntnisse oder Forschungen systematisch unterdrückt, totgeschwiegen, eventuell durch die Industrie aufgekauft wurden oder durch andere bezahlte Wissenschaftler absichtlich ins Lächerliche gezogen worden sind. Sprich, wir alle haben nie davon erfahren. Dabei bitte ich aber ausdrücklich um Folgendes. Es gibt wahrlich genug Beispiele aus der Vergangenheit, die allerdings nicht mehr durch die Betroffenen an sich untermauert werden könnten. Also bitte sendet mir keinerlei Fallbeispiele à la Tesla und so weiter. Das ist einfach zu lange her. Niemand kann dafür mehr sprechen und so weiter. Es geht um aktuelle Dinge. Denn ich versuche wirklich mit dieser Aktion und dem natürlich daraus folgenden Clip intelligenten Menschen ein Medium zu bieten, ihr Gedankengut, ihre Forschungen oder Erfindungen, soweit diese von A bis Z belegbar sind, unzensiert und faktisch der breiten Masse, nämlich uns, zu präsentieren. Ich betone hiermit ausdrücklich, dass, falls es von den angesprochenen Erfindern oder Wissenschaftlern erwünscht wird, ich mich zu 100% diskret verhalten werde. Das heißt, niemand außer mir wird deren Namen erfahren, sofern dies erwünscht wird. Unüblicherweise bitte ich euch allerdings, obwohl ich bislang mit YouTube noch keine schlechten Erfahrungen gesammelt hatte, diesen Clip so breit wie möglich zu streuen. Das heißt, ausnahmsweise könnt ihr den auch downloaden, bei euch im Kanal wieder uploaden. Hauptsache, meine dafür extra eingerichtete Mailadresse erreicht genau die wenigen, aber verdammt wichtigen Menschen, die uns ihre Geschichte erzählen wollen. Also hier nochmal die Mailadresse: verbotene.wissenschaften@gmail.com oder googlemail.com, wie auch immer. verbotene.wissenschaften@gmail.com. Und nun noch ein Wort an die Leute, die mich seit dem Start meines Kanals vor 7 Monaten belächelt, beschimpft, gemobbt, ausgebuht oder verunglimpft haben. Mittlerweile habe ich über 11.000 Abonnenten und 1 Million Klicks. Ich habe trotzdem meine Intention, mein Ziel, welches ich mit diesem Kanal erreichen möchte, stets für mich behalten.
dass es kein monetäres Ziel, sprich finanzielles Ziel war, sollte inzwischen auch dem letzten Deppen klar sein, denn ich gab YouTube keine Freigabe zur Schaltung von dieser nervigen oder überflüssigen Werbung. Ich verdiene mein Geld dadurch, dass ich tagsüber arbeiten gehe, okay? Da brauche ich diesen Kanal nicht. Mein eigenes Ziel allerdings habe ich nun in diesem Clip klar definiert. Ich bin es nämlich schon seit Jahren einfach leid, dass wir die breite Masse vorgeführt, manipuliert und für dumm verkauft werden. Ich berufe mich jetzt mal ganz kurz auf unser Grundgesetz, Artikel 5. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Hier fehlt natürlich das Internet, das war damals natürlich noch nicht erfunden. Ganz wichtig kommt jetzt: Kunst, Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Das heißt ganz klar, dass jeder, der Kunst, Wissenschaft, Forschung oder wie auch immer studiert, auch die Informationen erhalten muss, die aktuell einfach Fakt sind und nicht die, die seit 50 Jahren in irgendwelchen Büchern stehen, die von irgendwelchen Professoren vor 50 Jahren geschrieben worden sind und seitdem diese Professoren irgendwie auf einem goldenen Tablett durch die Gegend getragen werden. Hallo! Es ging weiter in den letzten 50 Jahren. Man besinnet sich bitte auf Aktuelles und nicht auf Vergangenes. Und genau um das, liebe Freunde der Wahrheit, geht es in meinem Kanal und speziell genau in diesem Clip hier. Auch wenn ich vielleicht nicht viel daran ändern kann, so sage ich euch eins, liebe Freunde der Wahrheit. Ich kann meinen Enkel wenigstens mit reinstem Gewissen belegen in der Zukunft, dass ich es verdammt nochmal versucht habe. Mich genau mit diesem Clip hier. In diesem Sinne sage ich schon mal Tschüss und ich bin sehr gespannt, was ich in meinem E-Mail-Postfach die nächsten Tage vorfinden werde. Also, liebe Freunde der Wahrheit, bis zu meinem nächsten Clip, in dem wir hoffentlich endlich mal die Wahrheit erfahren werden über manche Dinge, die uns bislang absichtlich verschwiegen wurden. Okay, also, bis dann, euer EF.